Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in ein realistisches Auge zeichnen kann. Es gibt viele verschiedene Methoden, um Augen zu zeichnen. Manche nutzen ein Quadrat, andere ziehen Hilfslinien. Ich zeige euch eine Methode, die ich seit Jahren verwende. Bevor wir starten, möchte ich euch zeigen, welche Materialien ihr benötigt. Für die Skizze braucht ihr einen 2H-Stift, B-Stift für leichte Verschattungen, 4B-Stift für dunklere Schattenlinien und Kohlepulver. Wenn ihr kein Pulver habt, könnt ihr einen weichen Kohlestift verwenden oder einen 6B- oder 8B-Stift. Ihr könnt aber auch mit einem ganz normalen HB-Schreibstift ähnliche Ergebnisse erzielen, also lasst euch nicht demotivieren. Für das Blenden habe ich für die Graphit-Schattierung Stifte verwendet und für Kohlepinsel. Viele verwenden auch Make-up-Pinsel, die ebenfalls funktionieren. Auch wenn ihr nichts davon habt, könnt ihr einfach ein Tuch zusammenrollen und verwenden. Für die Highlights nutzen wir einen geknickten Radiergummi und einen spitzen Radiergummi für kleinere Details. Lass uns mit einem 2H-Stift eine einfache Linie und einen einfachen Kreis zeichnen. Wenn du nicht zeichnen kannst, mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir. Zeichne den Kreis einfach durchgehend mit sehr feinen Linien, bis du die Form eines Kreises hast. Verbinde dann die Linien, die einen guten Kreis ergeben. Markiere die Mitte des Kreises mit einer horizontalen und einer vertikalen Linie. Die Mitte ist wichtig, um die Iris später zu zeichnen. Die Linie sollte der Größe unseres Auges entsprechen und der Kreis sollte dann dem Auge insgesamt entsprechen. Jetzt zeichnen wir etwas über der Hälfte des Kreises eine Kurve für die obere Augenfalte und machen dasselbe für die untere. Vergiss nicht, deine Skizzenlinien immer leicht zu halten, da starke Linien in einer Zeichnung ziemlich unrealistisch wirken können. Jedes Auge hat natürliche Ausdrücke, wie zum Beispiel eine Falte über dem Auge und eine weitere Falte unter dem Auge. Die Augenbrauen dürfen wir in der Skizze nicht vergessen. Kommen wir zur Iris. Beginne damit, einen Kreis von der markierten Mitte aus zu skizzieren. In diesem Kreis zeichnen wir dann einen kleineren Kreis und füllen die Iris mit kurzen, starken und feinen Linien für Details. Es wird am Anfang möglicherweise nicht besonders realistisch oder schön aussehen, aber später wird es gut werden, versprochen. Wir fügen die letzten Details hinzu, wie eine Linie für die untere Augenbraue und andere Linien für die Ecken vor dem Ausblenden. Das war genug für die Skizze. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil des Zeichnens, der Detaillierung. Hierbei beziehen wir direkt die Haut mit ein. Wir nehmen unseren Pinsel und tragen Holzkohlepulver darauf auf. Achte jedoch darauf, nicht zu übertreiben, da du sonst deine Skizze verwischen oder dein Blatt verschmieren könntest. Wenn du kein Pulver hast, habe ich ein Video in der Beschreibung verlinkt, in dem ich zeige, wie ich mir mein eigenes aus einem einfachen 8B-Stift hergestellt habe. Alternativ kannst du auch deinen Stift verwenden, achte jedoch darauf, mit den Seiten zu zeichnen und nicht mit der Spitze.
Um das Pulver zu verblenden, nutzen wir den Pinsel, um das Pulver in den dunkelsten Stellen zu sammeln, die als Tiefen für unser Auge dienen sollen. Bevor wir weitermachen, möchte ich das restliche Pulver zurück in die Kiste kehren, um eine unnötige Verschmierung zu vermeiden. Jetzt holen wir unser geknickter Radiergummi und wischen leicht über der Zeichnung, um Highlights, um helle Stellen zu erzeugen. Wenn du keinen geknickten Radiergummi hast, kannst du einen normalen Radiergummi auch benutzen. Nur achte dabei, sehr leicht über die Zeichnung zu wischen. Lasst uns jetzt unseren 4B-Stift nehmen und die Wimpern einzeichnen. Die Wimpern sollten nie als einfache gerade Linien gezeichnet werden. Stattdessen müssen sie gerundet sein, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Sie sollten auch nicht alle in der gleichen Position gezeichnet werden, sondern leicht zufällig, ebenso wie ihre Größen. Einige sind kürzer, andere länger. Um den Falten eine realistische Dimension zu verleihen, verdunkeln wir die Enden, damit sie wie gefaltete Haut aussehen. Die Augenbrauen befinden sich etwas oberhalb des Auges und erhalten in der Regel mehr Licht, da sie sich gewissermaßen auf dem höchsten Punkt im Gesicht befinden. Aus diesem Grund wird der Schatten auf dem Weg zur Braue hin immer heller. Jetzt werden wir die Iris und den inneren Teil des Auges detaillieren. Thank you.
Für die Iris zeichnen wir runde Linien mit Abstand zueinander. Dann ziehen wir eine Linie und verwischen sie, um die Grenze im Auge zu erhalten. Für die Glanzlichter verwenden wir einen scharfen Radiergummi. Dies muss kein spezieller Radierstift sein. Wenn Sie unter 18 sind, lassen Sie eine erwachsene Person den Radiergummi für Sie spitzen. Wenn Sie über 18 sind, seien Sie vorsichtig. Um die Haut noch realistischer wirken zu lassen, radieren wir feine, runde Linien und können mehr helle Flächen wischen.
Zum Schluss zeichnen wir erneut dunkle Wimpernlinien und somit ist unser realistisches Auge fertig. Ich hoffe, dass euch das Videotutorial gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es hilfreich war, abonniert für tägliche Shorts und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr als nächstes sehen möchtet. Schaut auch gerne meine anderen Videos.